Waren Sie schon einmal in Paris? La ville de l'amour, la ville lumière. Ich schon. 4 Jahre habe ich dort gelebt. Geliebt und Käse gegessen. Käse, der so köstlich war, als hätte man ihn Gott persönlich von der Fußsohle gehobelt. Heute lebe ich in Deutschland und esse keinen Käse mehr. Stattdessen spiele ich jeden Tag mit dem Gedanken, meinen Mann und beide Kinder zu verlassen und nach Paris zurückzukehren. Während ich meine Flucht vorbereite, habe ich einen Roman geschrieben. Er nennt sich Boom, wie ein verliebter Herzschlag. Boom, wie ein terroristischer Anschlag. Es wird trauriger als Les Misérables, lustiger als Louis de Funès und schärfer als Brigitte Bardot.